herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein weihnachtliches Video. Ich werde euch nämlich mit zu TK Maxx nehmen. Heute gibt es einen Shopping-Vlog in der Weihnachts-Edition. Ich liebe Weihnachten einfach so sehr und freue mich total darauf. Ich werde euch heute mitnehmen und zeigen, was es bei TK Maxx eben aktuell so an Weihnachtsprodukte gibt in den verschiedensten Abteilungen. Ja, wenn euch solche weihnachtlichen Shopping-Vlogs gefallen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Ich nehme euch nämlich auch noch in andere Läden zum Shoppen mit. Zum Beispiel zu Teddy, Ikea, TK Maxx oder Action und so weiter. Wenn ich heute auch was finden werde, werde ich euch das direkt im Anschluss des Videos zeigen. Bei TK Maxx ist ja immer so eine Sache, entweder man findet was oder nicht. Ich finde, da muss man auch ein bisschen Glück haben, dass was dabei ist, was einem selber gefällt. Ja, dann würde ich sagen, los geht's direkt mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem TK Maxx Shopping Vlog in der Weihnachtsedition. Ich bin in unserem TK Maxx angekommen und hier am Eingang sind schon ganz viele Kleinigkeiten. Das sind schon richtig schöne Geschenke für Weihnachten. Das sind Wärmflaschen, dann so richtig süße Sets mit Hausschuhen. Hier haben wir ganz viele verschiedene und auch außergewöhnliche Nudeln. Auch in richtig tollen Farben. Dieses Schlafset finde ich ja richtig toll. Eine Augenmaske und so ein Spray, dass man besser schlafen kann für knapp 11 Euro. Hier gibt es weitere tolle weihnachtliche Geschenksets. Von Steve Madden gibt es ja auch richtig tolle Sets und hier auch solche Ohrenwärmer. Ich finde den ja echt richtig schön, aber ich weiß nicht, ob ich das dann wirklich tragen werde. Kostet auch 17 Euro. Ich werde jetzt erstmal hier bei den Geschenksets stöbern und dann werde ich mal weiterschauen. Vielleicht finde ich ja schon irgendwie eine Kleinigkeit für jemanden. Hier haben wir dann wieder Lebensmittel, Kekse und Süßwaren und sowas, Kuchen. Diffuser gibt es ja auch eine Menge. Die finde ich ja persönlich immer richtig toll. Da kann man dann Öl reingeben und dann duftet der ganze Raum danach.
Jetzt bin ich oben in der Home-Abteilung. Da schaue ich natürlich auch erst zu den tollen Dekorationen für Weihnachten. Weihnachtskugeln, Weihnachtsdeko, alles gibt's hier. Hier auch Nussknacker in rosa sogar. Christbaumschmuck, Weihnachtskugeln und viele, viele Dekoteile. Das sind die Weihnachtskugeln, die es momentan bei uns hier beim TK Maxx gibt. Auch eine Riesenauswahl an verschiedensten Anhängern. Wenn man seinen Baum so ein bisschen individualisieren möchte. Hier gibt es auch Geschenkverpackungen, Sticker, Bänder und auch Geschenkanhänger, so Geschenktags für die Geschenke, Schleifen und Bänder. Und hier gibt es auch tolle Weihnachtsservietten. Ach, wie schön. Ich bin ja eh noch auf der Suche nach tollen weihnachtlichen. Vielleicht finde ich ja welche. Oh, die ist ja mega schön mit dem Nussknacker. Die ist ja auch witzig. It's beginning to look a lot like cocktails. Weihnachtskarten gibt es hier auch eine Menge. Und wirklich sehr, sehr schöne. Oh, guckt euch mal die an mit dem Weihnachtstruck und dem Weihnachtsbaum hinten drauf. Ah, dieses Kissen finde ich ja total toll. Santa, please stop hier. Gibt es hier weitere Kissen? Das gefällt mir echt. Kostet 16,99 €. Mal gucken. Vielleicht werde ich es mitnehmen. Geschenkverpackungen und Geschenkschachteln haben wir hier auch. Weihnachtsgläser, hier mit auch Nussknackern, vier Stück sogar in einer Packung. Was haben wir noch? Weihnachtstassen. Hier gibt es ja auch Weihnachtsschüsselchen.
weitere Weihnachtstassen und sogar weihnachtliche Sektgläser. Küchenzubehör im Weihnachtsdesign gibt es hier auch und Servierbrettchen und hier so kleine Dosen. Dann Aufbewahrungsdosen aus Porzellan. Ich stöbere ja auch hier immer richtig gern in der Backabteilung bei TK Maxx. Da gibt es auch immer so außergewöhnliche Sachen, Teigschaber, Plätzchenausstecher. Echt toll. Ah, das meine ich. Das ist wieder ein Set mit zwei Teigschabern. Und hier gibt es auch noch ein anderes Design. Super schön. Hier gibt es auch noch vier Stück. Kosten 5,99 €. Teigroller für 9,99 €. Für Hunde habe ich auch was gefunden, Spielsachen im Weihnachtslook. Also wenn ich einen Hund hätte, würde ich da auf jeden Fall was kaufen. Wie süß ist bitte dieser Spielzeug mit den zwei Lebkuchenfiguren. Und hier gibt es eine Menge an weihnachtlichen Handtüchern. Ich will ja extra fürs Gäste-WC auch so weihnachtliche kaufen. Das finde ich sehr schön. Mal gucken, vielleicht finde ich ja da schöne. Oh, das ist auch schön. Aber ich kann mich ja echt gar nicht entscheiden. Das ist wieder ein Hundespielzeug. 5,99 €.
Auflaufformen habe ich entdeckt. Let it snow. Mit dem Weihnachtsbaum und dem Fuchs. Ein Set haben wir hier gleich mit einem Mini-Nudelholz. Seifenspender in Tannenbaumform und auch Schneemannform. Und Kerzen natürlich. Kerzen hat TK Maxx auch immer eine Menge. Kerzen sind natürlich auch ein Must-Have in der Advents- und Weihnachtszeit für mich. Oh, hier sind ganz viele tolle Schneekugeln. Gott, wie süß ist das denn? Das sind Cocktail- und auch Sekt-Toppers. Die kann man mit in das Getränk gießen. Finde ich ja eine richtig tolle Idee. Daneben gibt es so Kaffeesirups und weitere Weihnachtsanhänger.
Das sind jetzt die zwei Sachen, die ich mitgenommen habe von TK Maxx. Einmal hier diese wunderschönen Handtücher. Die will ich gerne für unser Gäste-WC haben. Da gab es ja so viele verschiedene Muster, habe ich euch ja in meinem Vlog gerade gezeigt. Und die haben jetzt noch 12,99 Euro gekostet. Fand ich so süß. Und dann habe ich auch noch weihnachtliche Geschirrtücher mitgenommen. Zwei Stück für 6,99 €. Da sind Plätzchen drauf und Lebkuchenfrauen und auch Lebkuchenmänner. Genau, diese beiden Sachen habe ich mitgenommen. Hier könnt ihr jetzt meine letzten zwei Videos sehen. Das war es jetzt schon wieder mit meinem TK Maxx Shopping Vlog. Ich hoffe, euch hat dieser gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.